als die Mail kam, da war ich erst etwas überrascht über die Anfrage und das Format. Und dann dachte ich, ja, keine schlechte Idee, so einen Tauchgang zu machen. Und was würdest du denn da nehmen? Das kommt ja selten vor eigentlich, dass man nicht für ein Thema eingeladen wird, sondern dass man sich frei aussuchen darf. Was ist denn ein Thema, ein Punkt, man konnte sogar ein Musikstück nehmen, was du dir wünschst, was dir am Herzen liegt. Und dann fiel mir gleich ein, dieses Buch, um das es heute Abend gehen soll. Eines meiner Lieblingsbücher, Werner Bergengrün, Der Großtyrann und das Gericht. Ich könnte jetzt fragen, hat das jemand gelesen, aber das hört sich so wie in der Schule an. Außerdem gibt es ja auch einen kundigen Wikipedia-Artikel über dieses Buch, sodass man vielleicht die Lektüre sich sparen könnte, jedenfalls versucht sein könnte, sich die Lektüre zu sparen. Das ist ein altes Buch, Werner Bergengrün ist kaum noch bekannt. Ich sage etwas zur Einführung, so haben wir es uns überlegt. Jetzt dann kommt ein Text, dann sage ich wieder was, dann kommt ein Text, dann sage ich wieder was, dann kommt ein Text. Dann ist Schluss. So ungefähr, okay, wenn Sie einverstanden sind. Das Buch gibt es nach wie vor im Handel, beim DTV, also preiswert. Und man kann es erwerben. Es ist eine alte Sprache, Werner Bergengrün schrieb so. Werner Bergengrün ist geboren 1892 in Riga, also im Baltikum, heute Lettland. Damals war das noch Zarenreich. Ja, man muss genau überlegen, genau. Damals war es noch Zarenreich. Und das Baltikum war mit, gerade das heutige Lettland und Estland, dort waren viele Bürgerinnen und Bürger mit deutscher Muttersprache, die sogenannten Baltendeutschen. Die große Mehrheit evangelisch, Werner Bergengrün war auch evangelisch, ist erst spät, Ende der 20er Jahre, katholisch geworden. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg, er kommt dann in den Westen, würden wir heute sagen, er stirbt 1964. Er ist bekannt geworden durch Gedichte und durch verschiedene Bücher. Seine Sprache ist etwas, für unser heutiges Empfinden, etwas archaisch, etwas antiquiert, etwas altfränkisch, etwas manchmal vielleicht sogar zopfig. Man muss sich erst etwas einlesen. Aber es ist, wie ich finde, eine schöne Sprache. Etwas vielleicht so bei Reinhold Schneider, etwas auch vielleicht, am meisten erinnerte mich von den Modernen, oder von den Modernen erinnert man sich am meisten, Hans-Josef Orteil. Hat jemand schon mal was gelesen von Hans-Josef Orteil? Die Erfindung des Lebens, auch sehr schön, schönes Buch. Hans-Josef Orteil, Die Erfindung des Lebens. Können Sie auch mal lesen, wenn Sie Zeit und Lust haben. Also es gibt auch unter den Modernen diesen Stil. Das Buch, also das vielleicht zur Person, Werner Bergengrün. Wie gesagt, er ist katholisch geworden. Er war vorher liberal, protestantisch erzogen und hat dann immer mehr sich der katholischen Kirche angenähert. Aber er ist nicht Traditionalist geworden, sondern er blieb sehr offen, sehr weltoffen als Katholik, was in der damaligen Zeit ungewöhnlich war, weil Konvertiten meistens dann eine sehr strenge Richtung eingeschlagen haben. Er war befreundet unter anderem mit Guardini, mit Reinhold Schneider. Ja, zur Person. Gestorben in Baden-Baden. Okay, jetzt das Buch, worum geht es ihm? Man könnte jetzt sagen, was ist der rote Faden in seinem Werk, aber das wäre dann schon ein germanistisches Oberseminar. Lieber sagen wir vielleicht, was ist das, was er in dem Buch beschreibt. Das Buch ist 1935 erschienen, ein Jahr nach dem Röhmputsch. 1935, als sich die Schrecken der Nazi-Diktatur schon für diejenigen, die sehen wollten, ziemlich deutlich abzeichneten. Bergengrün war von Anfang an sehr skeptisch, wurde das
immer mehr, wurde bald bestätigt, ist auch bald aus der Reichsstiftungskammer ausgeschlossen worden, hat die letzten Jahre der Nazi-Diktatur und die letzten Kriegsjahre überwintert, sich ganz im Verborgenen gehalten. Er war nicht aktiv im Widerstand, er hatte Kontakte zum Kreisauer Kreis, zu Stauffenberg, zu Moltke, zu Delp, zu Rösch, also zu einigen der Verschwörer. 1935 veröffentlicht er dieses Werk, Der Großtyrann und das Gericht. Und er will darin drei Themen beschreiben, nämlich die Versuchbarkeit, das Schuldigwerden und die Vergebung. Ja, das sind die drei großen Themen des Buches. Die Nazis, letzter Satz für jetzt, die Nazis wussten genau, wer gemeint war und was gemeint war. Ziemlich bald nach dem Erscheinen des Buches, was erscheinen durfte, durch die Zensur gegangen ist, was heute noch verwundert, ist er eben ausgeschlossen worden aus der Reichsstiftungskammer und praktisch damit seiner Existenzmöglichkeit beraubt worden, sodass er mit Hilfe von Freunden und seine Frau überlebt hat. Seine Frau war im damaligen Jargon der Diktatur Halbjüdin, was die Sache noch schwieriger machte. Nenos in Ducas in Tentationem. Führe uns nicht in Versuchung. Präambel. Es ist in diesem Buche zu berichten von den Versuchungen der Mächtigen und von der Leichtverführbarkeit der Unmächtigen und Bedrohten. Es ist zu berichten von unterschiedlichen Geschehnissen in der Stadt Cassano, nämlich von der Tötung eines und von der Schuld aller Menschen. Und es soll davon auf eine solche Art berichtet werden, dass unser Glaube an die menschliche Vollkommenheit eine Einbuße erfahre. Vielleicht, dass an seine Stelle ein Glaube an des Menschen Unvollkommenheit tritt, denn in nichts anderem kann ja unsere Vollkommenheit bestehen als in eben diesem Glauben. Das ist die Präambel. Es ist bekannt aus den Sitzungsprotokollen des verfassungsgebenden Konventes auf Herrenchiemsee 1947-48, dass einige der damals beteiligten Protagonisten bei den Diskussionen, wie jetzt nach den Zerrüttungen und nach den Verheerungen der Nazi-Diktatur das vollkommen in Trümmern liegende Land, auch das geistige Land, jetzt wieder aufgebaut werden könnte mit Hilfe eines Grundgesetzes. Da ist bekannt, dass einige der im Disput und in der Diskussion Beteiligten Bezug nahmen auf die Präambel von Bergengrün, die also damals sehr prominent war. Eine Präambel, die dem Buch vorausgestellt ist. Und dass einige sich bezogen auf diese Präambel, um deutlich zu machen, was müsste in der Präambel des Grundgesetzes stehen. Das ist sehr spannend zu lesen, man kann das nachlesen. Leider sind die Sitzungsprotokolle des verfassungsgebenden Konventes nicht in Reklamform erschienen und nicht auswahlweise erschienen. Also das ist eigentlich schon Masterarbeit, sich dadurch zu wühlen. Aber es ist sehr interessant zu sehen, auch in Bezug auf andere Dinge, beispielsweise in Bezug auf die Formulierung des Artikels 1, dieses berühmten Artikels 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Vielleicht kann man das gerade en passant auch erwähnen, weil es etwas auch zum Thema passt, dass die Diskussion damals sehr heftig einen Augenblick darum ging, wie soll dieser berühmte Artikel 1 formuliert sein. Als Vorbild griff man auf die Paulskirchenverfassung zurück, nicht auf die Weimarer Reichsverfassung. Die Paulskirchenverfassung hatte eben solch einen Artikel 1 auch schon. Man diskutierte jetzt, soll dieser Artikel 1 normativ formuliert sein oder axiomativ? Also zu Deutsch, soll der Artikel lauten, die Würde des Menschen soll unantastbar sein, oder soll er lauten, die Würde des Menschen ist unantastbar? Eine Diskussion, die kein Glasperlenspiel ist, sondern ja uns heute auch noch beschäftigt bei der Frage, ist das nicht eigentlich eine Tautologie, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann braucht es auch nicht niedergeschrieben zu werden, wenn sie unantastbar ist. Wenn sie aber antastbar ist, dann muss geschrieben werden, sie soll unantastbar sein. Und einige sehr kluge Menschen damals in der Debatte auf Herrenchiemsee haben gesagt, nein,
wir müssen uns strikt halten an dieses altgriechische parallele Modell von theoretischer und praktischer Vernunft. Also von, wir würden heute sagen, mathematische Vernunft und ethische Vernunft. Und die Mathematik und jeder Mathematikunterricht beginnt auch nicht mit dem ersten Satz 1 und 1 soll 2 sein, sondern 1 und 1 ist 2. Also ein Axiom, keine Norm. Das ist eine Setzung. Man kann natürlich ein anderes Zahlensystem nehmen. Man kann ohne die Null operieren oder mit anderen Zahlen oder überhaupt ohne Binome und so weiter und so fort. Aber dieses Zahlensystem, was bei uns dazu dient, ein äußeres Leben korrekt und richtig und funktionierend aufzubauen, von Eisenbahnbrücken bis zu Kaffeemaschinen, dieses Leben funktioniert nach dem allerersten Grundsatz 1 und 1 ist 2. Alles andere entfaltet sich daraus. Und so sagten eben damals die Mehrheit der Diskutanten, so muss die Ethik auch aufgebaut sein. Das äußere Leben aus der Mathematik und das innere Leben aus der Erkenntnis des Guten. Und das ursprünglich Gute ist diese Würde des Menschen, was die Griechen die Schönheit der Seele nannten. Wir kommen da noch drauf zu sprechen. Der deutsche Ausdruck Würde ist ja nichts anderes als die Übersetzung des lateinischen Dignitas und das wiederum ist die Übersetzung dessen, was Plato mehrfach in seinen Schriften, besonders prominent in seinem schönen Mythos vom Gorgias, die Schönheit der Seele nennt. Also das ist, dass der Mensch sich nicht berechnen lässt nach äußerem Kalkül, nach Bewertungsmaßstäben, die evaluiert werden können, sondern dass er sich einer letzten Bewertung entzieht. Er ist und dadurch, dass er ist, ist es sehr gut. Was dann noch folgt an Nützlichkeit, ist möglicherweise angenehm, aber nicht eigentlich weiter notwendig. Wir driften möglicherweise jetzt etwas ab, deswegen raffen wir uns und kehren zurück. Aber das ist ein wichtiger Punkt, der da verborgen liegt in der Debatte. Die Präambel will jetzt deutlich machen, worum geht es in dem Buch. Das Buch hat 5 Bücher, also 5 Kapitel würden wir heute sagen. 4 davon handeln von den 4 Hauptpersonen und das letzte Kapitel handelt von der großen Hauptperson, der Großtyrann. Ganz kurz vielleicht zum Inhalt. Die Stadt ist eine Idealstadt, eine fiktive Stadt in Italien der Renaissance. Das ist nicht unwichtig. Die Renaissance, die Wiedergeburt der Antike, die Wiederentdeckung der Antike, des antiken Denkens, eben zurückgehend auf diese Schönheit der Seele bei Plato. Und in dieser antiken Stadt, dort herrscht ein Tyrann. Auch das natürlich die Erinnerung an Plato. Wie kann ein Staatswesen bei Plato gut konstruiert sein durch einen Philosophenkönig? Derjenige, der viel erkennt, der muss das Sagen haben. Die Masse erkennt das Gute nicht. Die Masse weiß, wie viel die Äpfel kosten und wie viel Kartoffeln kosten und was dieses und jenes und wo der Baumarkt ist, der nächste und so weiter und so fort. Das Plato, wohlgemerkt nicht ich. Und so sagt Plato, nein, derjenige, der viel Gutes erkennt, der muss sozusagen die Herrschaft haben. Und das ist der Philosophenkönig. Den nennt Plato auch manchmal den guten Tyrannen und deswegen der Ausdruck der Großtyrann. Manchmal hat man gedacht, auch die Nazis nach einigen Jahren haben gedacht, der Großtyrann sollte Hitler sein. Nichts weniger als das. Der Großtyrann ist der Herrscher, der versucht, das Gemeinwesen, diese Stadt, nach Recht und Gerechtigkeit zu regieren. Und jetzt kommt er auf die Idee, und das ist jetzt der Übergang ins Diabolische, und da berührt es sich mit dem, was Bergengrün bei den Nazis zu erkennen glaubt, jetzt kommt der Großtyrann auf die Idee, wenn ich das äußere Recht in dieser Stadt, in diesem Stadtstaat herstellen will, dann muss ich Zugriff haben auf die innere Welt der Menschen. Das heißt, ich muss Zugriff haben auf das, was die Menschen denken, was ihre Gesinnung ist, was ihre Motive sind. Es reicht nicht, dass sozusagen jeder seinen Geschäften nachgeht. Es reicht in unserer Sprache nicht, dass jeder bei der roten Ampel stehen bleibt, sondern ich muss wissen, warum bleibt er bei der roten Ampel stehen. Bei der roten Ampel ist es nicht besonders aufregend zu wissen, warum jemand da stehen bleibt. Aber wir könnten jetzt Fälle herbeiziehen, wo wir sagen, was steckt dahinter an Motivation? Wir sparen uns noch ein Beispiel, wir kommen noch zum Beispiel, wir können jetzt noch nicht alles Pulver verschießen. Aber man könnte sich schon mal selber, ja,
Das Stichwort Gesinnungsschnüffelei ist den Älteren jedenfalls ja noch im Ohr. Also dieser Großtyrann kommt auf die Idee, ich muss, wenn ich das äußere Reich des Rechtes beherrschen will, auch das innere Reich der Motivation, der Gesinnung kennenlernen. Und dafür erdenkt er sich jetzt den Plan, er bringt einen seiner Spione um, der ein Mönch ist, was in der damaligen Zeit nichts Besonderes war, in der Renaissancezeit, den bringt er um nachts und am nächsten Morgen ruft er den Chef seines Geheimdienstes herbei, Nespoli heißt der, und sagt, einer meiner Agenten wurde umgebracht, es wird dir sicher nicht schwer fallen, den Mörder zu finden. Oh nein, sagt Nespoli, ganz gewiss nicht. 3 Tage hast du Zeit, sagt der Großtyrann. Das wird dir reichen. Gewiss, gewiss wird es reichen. Und jetzt kommt der schon ziemlich bald, dieser Nespoli, an die Grenzen. Denn natürlich, der Leser weiß das noch nicht, der Erstleser weiß das natürlich noch nicht, sondern er erfährt es erst ganz zum Schluss auf der letzten Seite, wer den Mönch umgebracht hat. Und so wird der Leser also jetzt in diesen Wirbel mit hineingezogen. Und dieser Nespoli, der versucht jetzt den Mörder zu finden, aber es ist keiner zu finden, es ist keine Spur, überhaupt keine Spur. Dieser Nespoli ist der Liebhaber einer schönen jungen Frau, die mit einem älteren Mann verheiratet ist. Dieser ältere Mann wird, um die Geschichte in Schwung zu bringen, fieberkrank, kommt von einer Reise zurück, wird fieberkrank und gerät ins Sterben. Dieser Nespoli wird vom Großtyrann immer mehr bedrängt. 3 Tage gebe ich dir noch zusätzlich 3 Tage, nochmal 3 Tage. So wird er immer mehr an die Wand gedrückt. Das kann man verfolgen. Die Frau, seine Geliebte, sieht das, will ihm helfen. Und so stirbt der Ehemann dieser Frau und die Dienerschaft, die das Bett entsorgt, findet in den Kissen einen Zettel, von der Handschrift des Verstorbenen, ich habe den Mönch umgebracht. Und jetzt gerät alles in Wirbel. Das ist ein großer Mann in dieser Stadt. Und jetzt gerät die ganze Stadt in Aufruhr. So sagt der Großtyrann, wenn er ihn umgebracht hat, dann ist die ganze Familie wird dann einkassiert und er wird nicht bestattet und er wird gevierteilt und auf dem Schindanger verscharrt und so weiter und so fort. Das gab es noch nie. Das bringt die Stadt jetzt in Wallung. Und jetzt versucht jeder sozusagen sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Der Sohn des Verstorbenen eilt herbei aus der Stadt und versucht jetzt Leute zu finden, die sagen, ich war mit diesem Verstorbenen zusammen, er kann es nicht gewesen sein. Oder er versucht andere zu bestechen und sagen, ich habe es getan. Jetzt kommen wir langsam voran und langsam ans Ende. Was hier dargestellt wird, ist eben genau das, dass der Mächtige versucht, Herrschaft über die Menschen zu gewinnen, über das Innere der Menschen zu gewinnen. Das ist für heute, glaube ich, ganz am Schluss können wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, ein wichtiges Thema. Was für einen Anspruch hat der Staat auf unser Privatleben? Was für einen Anspruch hat er? Ich will vielleicht doch an dieser Stelle ein Beispiel nennen, um deutlich zu machen, dass das nicht einfach nur hier literarisches Mikado ist, was man mal spielen kann, da beiseite legen kann und denken, ach ja, netter Zeitvertreib. Sondern das ist genauso heute, unter ganz anderen Vorzeichen als damals 1935, unsere Fragestellung, wo endet der Anspruch des Staates, wo beginnt die Privatsphäre? Beschneidung von Knaben, nichts anderes war die Diskussion. Ist das Privatrecht oder hat der Staat das Recht zu sagen, so nicht? Zum Beispiel, oder der vor einigen Jahren ins Strafrecht eingefügte Strafbestand der Vergewaltigung in der Ehe, den ich für richtig halte und diese Reform des Strafrechts, aber ein Zugriff des Staates. Wir könnten manches noch nennen. Das ist eine ganz moderne Thematik. Was darf der Staat? Oder vielleicht würden wir sogar sagen, was muss der Staat? Bernd Grün will noch etwas mehr aussagen. Es geht ihm nicht nur um diese staatsrechtliche Sache. Dann nehmen wir jetzt einen Schritt weiter.
Es war nicht des Färbers Art, sich lange voraus seine Reden zu überlegen, wie er denn überhaupt kein sehr vorbedachter Mann war. Sondern er hatte einen sehr festen Glauben daran, dass ihm das rechte Wort im Augenblick des Bedürfens ins Herz gegeben werde, und das war ihm auch jedes Mal gewährt worden, so oft, was mitunter geschah, jemand ihm eine schwer lösbare oder aber eine verfänglichere Frage vorgelegt hatte. Und er deutete sich das zu Recht oder zu Unrecht als eine göttliche Eingebung und setzte sie in Zusammenhang mit jenem Gebote Christi an seine Jünger: Sie sollten sich nicht sorgen, wie sie sich verantworten wollten, wenn sie vor Gericht stünden, vielmehr werde er ihnen ihre Antworten eingeben. Sperone begann zu reden. Ich habe mir meine Gedanken gemacht über die Auferweckung des Lazarus und ich habe mich gefragt, welchen Zweck sie haben sollte. Etwa den, dass Lazarus um einige Jahre oder Jahrzehnte länger lebte und seine Hantierung verrichtete? Warum hätte er diesen Vorrang haben sollen vor allen anderen Gestorbenen? Denn dass sein Leben wichtiger gewesen sei als das vieler anderer, davon ist uns nichts gesagt worden. Christus duldete ja auch den Tod seines Nährvaters Josef und des Täufers Johannes. Um der Maria und Martha willen? Aber warum ihnen diese Bevorzugung, da doch auch andere und gleich gottesfürchtige Frauen ihre Brüder verlieren mussten? Oder damit wir hieran Christi Kraft der Totenerweckung erkennen? Diese erkennen wir ja bereits an der Tochter des Jairus und an dem Jüngling von Nain. Und so bin ich auf den Gedanken gekommen, es sollte uns durch diesen Vorgang etwas ganz anderes gelehrt werden, nämlich die Ungültigkeit der Zeit. Hierbei erschien in seinen Augen ein Licht, das sich mit dem eindringlichen Raunen seiner Stimme zu einer eindrucksvollen, geheimnisvollen Wirkung verband. Die Ungültigkeit der Zeit und die vollkommene Vergebung. Wie ist das gemeint? Fragte der Großtyrann. Du wirst dich gewiss erinnern, Herrlichkeit, erklärte Sperone eifrig, dass Martha, des Lazarus Schwester, den eintretenden Heiland mit den Worten empfing: Wärst du hier gewesen, Herr, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich erinnere mich, sagte der Großtyrann. Mit diesen Worten, so möchte ich meinen, fuhr Sperone fort, gibt Martha zu verstehen, dass Lazarus nur deswegen hat sterben können, weil der Herr nicht zugegen war. Nun aber kommt er und hebt seinen Tod auf, welcher doch schon geschehen war. Er bewirkt, dass Lazarus nicht gestorben und dass er selber nicht abwesend war. Der Herr also hat die Macht des Widerrufs auch gegenüber jenem, das wir für unwiderruflich halten. Und für unwiderruflich gilt uns das bereits Geschehene und das Vergangene. Er aber ist ein Herr auch über die Vergangenheit. Zu keinem anderen Ende ist die Auferweckung des Lazarus geschehen, als uns dies Geheimnis zu lehren. Ja, so habe ich es mir zurechtgelegt, setzte er hinzu. Nicht nur Sperones Worte, sondern auch die Art seines Sprechens drückte hierbei ein Gemisch von Spitzfindigkeit und Verworrenheit aus. Aber sowohl Spitzfindigkeit wie Verworrenheit trugen einen kindlichen Zug, dem etwas Rührendes innewohnte. Dies mochte auch der Großtyrann empfinden. Und von hier aus meine ich auch die Sündenvergebung zu begreifen, fuhr Sperone fort. Denn das ist ja nicht die vollkommene Vergebung, dass angenommen wird, die geschehene Sünde sollte so gelten, als sei sie nicht getan. Vielmehr ist dies die Beschaffenheit der unvollkommenen Vergebung, zu welcher wir Menschen untereinander fähig sind. Die vollkommene Vergebung aber,
die nur von Gott geübt werden kann, ist eine andere. Denn durch sie ist die Vergangenheit aufgehoben. Die geschehene Sünde wird ungeschehen gemacht. Sie ist nicht getan worden, so wie ja auch Lazarus nicht gestorben ist. Also jetzt kommt ein zweites Thema hinein. Das ist jetzt schon ziemlich zum Ende des Buches. Da taucht dieser Färber auf. Sperone heißt er. Der ist offenkundig der Figur des Franz von Assisi nachempfunden. Ein Färber, der mit Textilien zu tun hat, ein einfacher Mann, der im dritten Orden des Franziskus ist. Das ist sozusagen das Gegenstück zum Großtyrannen. Inwiefern? Bergengrün will zeigen, was der Großtyrann will, ist nicht einfach nur bösartig, dass er seine Mitmenschen in Versuchung führt, sie mit dem Tod bedroht, um herauszufinden, was für Windungen und Wendungen nehmen sie, was versuchen sie, um ihr bisschen Leben zu retten. Das ist schon bösartig, das ist schon unanständig. Aber es ist vor allen Dingen unsinnig. Es ist nicht das Ziel, das will Berggrün erweisen in der Person dieses Sperone. Es ist nicht das, und in dem, was Sperone hier über Lazarus sagt, es ist nicht das Ziel, so könnten wir es jetzt etwas auf den Punkt bringen, etwas zugespitzt und rustikalisiert. Es ist nicht das Ziel unseres Lebens, korrekt zu sein, sondern es ist das Ziel, zu irren und sich zu vergeben und dadurch mehr zu sehen, als man am Anfang sah, als man noch ganz korrekt war. Das ist eine, glaube ich, ganz unvermutete Einsicht und Idee, die in dieser Geschichte von Lazarus gebündelt wird und kondensiert wird, wie in einem Brennglas. Interessanterweise legt der Sperone die Auferweckung des Lazarus aus. Die Auferweckung des Lazarus ist eines von 7 Wundern bei Johannes. Im Johannesevangelium haben wir ja nicht ein synoptisches Kuddelmuddel von Heilungsgeschichten, sondern Johannes komponiert sein Evangelium sehr bewusst und sehr stringent und konzentriert und mit dem roten Faden von 7 Wundern, die natürlich an die 7 verloren gegangenen Schöpfungstage am Anfang erinnern. Das Paradies, das in 7 Tagen erschaffen worden war, ist verloren gegangen. Außerhalb des Paradieses ist der nackte Überlebenskampf, den Abel verliert und den Kain gewinnt auf Kosten seines Glücks. Und dieser Überlebenskampf wird durch das mosaische Gesetz, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht die Ehe brechen, einigermaßen befriedet, so wie später Thomas Hobbes sagen wird, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, dafür braucht es den Leviathan, den Staat, der verhindert, dass der eine dem anderen an den Kragen geht. Aber was geschieht nicht, das ist das eigentliche Drama, es geschieht nur Recht, es geschieht keine Liebe. Recht ist einklagbar, Liebe nicht. Der Staat kann verhindern, dass der Kain den Abel erschlägt. Er kann nicht verhindern, dass der Kain den Abel hasst. Die Geschichte ist so auch zu lesen, man kann sie gegen den Strich bürsten. Wenn Abel am Leben geblieben wäre, wäre er denn glücklich gewesen? Er wäre zufrieden gewesen, dass er am Leben geblieben ist. Glücklich nicht, denn er wusste ja, dass der Kain ihn hasst. Und wenigstens in Gedanken ihn längst getötet hat. Man übrigens fällt mir gerade ein, noch in einem anderen schönen Buch, auch ganz schön und eindrucksvoll, wie ich finde, nachlesen, bei einem Schriftsteller der gleichen Zeit, aber ganz anders von der Sanguinik und vom Temperament her, bei Karl Zuckmayer, in dem Buch Die Fastnachtsbeichte. Kennt das jemand? Das ist ein schönes Buch auch. Ja. Gibt es auch als Taschenbuch. Also nicht teuer. Und da endet das Buch endet eben im Beichtstuhl am Aschermittwochsmorgen bei der berühmten Fastnachtsbeichte im Mainzer Dom, wo
dieser Mensch, diese junge Frau bekennt, ich habe nichts getan, um diesen Menschen zu töten, der getötet worden war, aber ich habe in Gedanken oft gedacht, wenn er nicht mir gehören kann, dann soll er lieber tot sein. Das ist das Thema der Fastnachtsbeichte. Ist aber ein neues Thema, können wir jetzt nicht hier noch reinquälen. Aber das ist der eigentliche Punkt. Das kann der Staat nicht. Und das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Die Auferweckung des Lazarus soll deutlich machen, die Welt wird besser nicht durch ein möglichst starres Korsett von Rechtsvorschriften. Das muss sein. Aber wenn das das Einzige wäre, dann hätten wir es mit einer kalten Welt der kalten Gerechtigkeit zu tun. Und das, was notwendig ist, ist, dass auf der Grundlage dieser bloßen Gerechtigkeit Pflegeversicherungsmaßnahmen und Pflegestufen und berechnete Minuten der Verpflegung eines Pflegebedürftigen hindern nicht, dass viele Menschen die ganze Woche nicht besucht werden, außer von denen, die die Pflegeminuten zu absolvieren haben. Der Staat kann nicht mehr tun. Aber es muss mehr getan werden. Und das ist dieser Gedanke, wie geschieht jetzt das Eigentliche? Durch Vergebung. Das, was Christus tut bei der Auferweckung des Lazarus, ist ja nicht ein ins Leben einfach zurückholen und sagen, so, jetzt könnt ihr noch mal 4 Jahre zusammenleben, du und Maria und Martha, und macht es noch ein bisschen schön und habt doch 4 Jahre noch. Und genau, übers Jahr komme ich wieder und gucke mal wieder. Und wenn uns das zu seltsam vorkommt, die Vorstellung, können wir es gleich anwenden. Was haben wir für eine Vorstellung, wenn überhaupt für eine Vorstellung von der Ewigkeit? Wäre denn die Ewigkeit einfach ein normales Weitermachen, eine Verlängerung der Zustände, der besten Zustände des Lebens? Jeder würde gefragt, na, wähle dir deinen besten Zustand aus, das würde schon lange dauern. Na ja gut, Perpetuierung der ersten 2 Tage der Hochzeitsreise zum Beispiel. Und das auf ewig. Was sollte das sein? Sondern Ewigkeit würde doch wohl meinen, also gar kein zeitlicher Zustand, ja, sondern dass wir, vielleicht könnte man es mal so formulieren, aber das ist jetzt ohne Katechismus dahergesagt, dass wir ein für alle Mal herausgekommen sind aus der inneren Verwirrung, aus der Unklarheit. Über uns, über die Menschen, die uns lieben, über die wir lieben, auch aus der Notwendigkeit unterscheiden zu müssen zwischen Freund und Feind, was bei Licht besehen auf Dauer sehr anstrengend wäre. Die Vergebung. Und da taucht jetzt schon der Gedanke auf, das müssen wir noch sagen, bevor wir zum letzten Text kommen, weil der letzte Text nochmal die Sache etwas wendet. Vergebung ist hier gemeint, wie das deutsche Wort sagt. Ein schönes deutsches Wort. Vergebung kommt von geben. Was wird eigentlich vergeben? Was wird gegeben? Es wird gegeben das Ursprüngliche. Man könnte denken an eine Mutter oder an Eltern. Nehmen wir mal die Mutter und ein Kind. Ein Kind wird groß, bleibt immer das Kind der Mutter. Ja, ein Kind wird groß und begeht ein Verbrechen. Und doch bleibt es ja immer das Kind der Mutter. Und die Mutter wird jetzt natürlich anders als die Richter über das Kind denken und urteilen. Und vor allen Dingen wird die Mutter immer daran denken, dass das Kind einmal ganz klein gewesen ist und sie wird denken, was hätte aus dem Kind werden können. Und dieser Gedanke, was hätte werden können, das ist sozusagen der Gedanke, der gegeben wird. Der also die Untat eines Menschen, die Schuld eines Menschen ungeschehen macht durch denjenigen, der das Ursprüngliche und Eigentliche des Menschen sieht. Was damit noch nicht geklärt ist, ist die Frage der beteiligten Menschen, der beteiligten Personen, der Sühne, der Wiedergutmachung. Das ist damit noch nicht geklärt. Aber mir scheint der Gedanke sehr wichtig zu sein, den wir in dem Text am Ende gehört haben, dass Vergebung doch nicht einfach heißt, zu erklären, es ist nicht so schlimm. Nebenbei bemerkt ist das das Innerste, was die Beichte bedeutet. Aber auch, ich denke,
Die Beichte ist ja nur ein matter Abglanz oder eine sakramentale Form dessen, was wir mit Freundschaft meinen und mit Ehe doch wohl meinen. Dass wir nicht sagen, es ist nicht so schlimm, sondern dass wir sagen, es ist nicht gewesen, weil ich das ursprüngliche Bild dir wiedergebe. Es gibt noch eine kleine Erzählung von Werner Bergengrün, das Netz, das ist eine ganz kurze, 64 Seiten, das gibt es nur noch antiquarisch. Da zeichnet er genau diese Thematik an einem Ehepaar auf, was auf einer Insel wohnt, wo die Frau Ehebruch begeht und der Mann kommt zurück von der Schifffahrt und erkennt das und die Frau soll von der Klippe gestürzt werden und sie wird der Klippe runtergestürzt, ohne dass der Mann auftaucht und abends wird aufgeregt erzählt, die Frau und der Mann sind in der Hütte und dann wird der Mann zur Rede gestellt und dann stellt sich heraus am Ende der 64 Seiten, dass der Mann in der Nacht vor der Hinrichtung der Frau ein Netz unter den Felsen gespannt hat, in das die Frau hineingefallen ist. Und der Mann erklärt dann auf der letzten Seite dieser kleinen Erzählung, wenn einer schwächer ist, muss der andere stärker sein. Wo einer nichts geben kann, muss der andere etwas mehr geben. Das ist eigentlich mit Vergebung gemeint. Für uns, ohne jetzt zu weit zu kommen und zum letzten Text noch zu kommen, für uns ist, glaube ich, wichtig, dieser Gedanke von Bergengrün, eine Gesellschaft wird besser, nicht durch Korrektheit, nicht durch bloße Korrektheit. Das hält nur den Status quo. Das ist schon was. Aber wenn das Ende wäre, eine Gesellschaft wird besser, immer besser, Menschen werden besser zueinander, wenn sie in der Lage sind, das ursprüngliche Bild im anderen erkennen zu wollen. Was eine Mutter intuitiv ja erkennt, wenn ihr erwachsenes Kind von der Polizei gebracht wird und gesagt wird, sie können es als letztes Mal sehen, es wird jetzt der gerechten Verurteilung wegen eines Gewaltverbrechens zugeführt. Und sie wird ja nie die Erinnerung auslöschen können, dass sie das Kind mal auf dem Arm gehabt hat. Die Sündenvergebung, die gegenseitige Vergebung. Ja. So stark war Don Luca bestürmt worden vom Überfließen seines Herzens, dass er für den Großtyrannen nur wenig Gedanken haben hatte können. Es war ihm auch nicht möglich gewesen, des Großtyrannen Mitteilung von der eigenen Täterschaft in ihrer ganzen Schwerkraft aufzunehmen. Dies umso weniger, als ja Don Luca nicht von den geschwinden Menschen war. Und so hatte ein Maß Zeit vergehen müssen, bevor die Verknüpfung aller Einzeldinge sich in seinem Geiste vollzogen hatte. Seine Augen rundeten, sein Mund öffnete sich. Die dichten weißen Brauen zogen sich zusammen, dass fast die Nasenwurzel unter ihnen verschwand. Über die vielen Runzeln seines Gesichts lief eine Bewegung. Er schluckte schwer, erhob seinen grob schlächtigen Leib aus dem Sessel und trat langsam an den Großtyrannen heran, indem er einen Fuß auf die Erhöhung stellte. Und nun begann er zu reden, ohne Rücksicht, ohne Schonung und voll einer bäuerlichen Unerschrockenheit. »Und du selber, Herrlichkeit!« fragte er sehr laut und lauter als alle, die vor ihm in diesem Raum gesprochen hatten, so dass der Hall von den Wänden zurückprallte und über die Hörer hinwogte. »Bist du nicht der Versuchung erlegen, wie wir alle?« »Welcher?« fragte der Großtyrann zurück und dem Beamten, der ja nicht so im Innerlichsten mitbetroffen wurde wie die übrigen und daher weniger in seiner beobachtenden Aufmerksamkeit gemindert war, fiel es auf, dass in der Stimme des Großtyrannen eine Beunruhigung sich zu erkennen gab. »Der Ärgsten von allen«, antwortete Don Luca, »der des Gott ähnlich sein Wollens, der Versuchung der Schlange im Paradiese, welche unseren Voreltern sagte,
Ihr werdet sein wie Gott, indem ihr wissen werdet, das Gute und das Böse. Wir anderen sind in Versuchungen und Verschuldungen gefallen nach menschlicher Weise und innerhalb der Begrenzung des menschlichen Wesens. Du aber, als der Einzige, hast gesündigt, indem du dich über das Menschliche zu erheben trachtetest und Gott gleich sein wolltest. Der Großtyrann schloss die Augen, doch blieb er unbeweglich und sagte nichts. Der Beamte sah, dass ein Angriff von großer Kühnheit und Gewalt gegen seinen Herrn gerichtet wurde, ohne dass dieser gesonnen schien, ihn abzuwehren. Daher sagte er mit seiner gleichmäßigen und angenehm klingenden Stimme: Ihr vergesst eins, Don Luca, die Herrlichkeit hat ihren Ort hoch über allen anderen Menschen. So muss es nur ziemlich erscheinen, dass sie auch da, wo sie vor dem Angesicht Gottes sündigen mag, ob sie es tat, hierin habe ich nicht zu urteilen, über den Sehkreis des gemeinen menschlichen Sündigens sich emporhebe. Sprich du jetzt nicht, mein Freund, sagte der Großtyrann leise zu ihm, denn ich habe mehr Lust, die Stimme der Anklage zu hören, als die der Verteidigung. Welche Nötigung hat dich genötigt, Herrlichkeit, oder welche Bedrohung dich bedroht? Fuhr Don Luca fort, ohne auf die Einrede des Beamten zu achten. Ein jeder andere wurde so versucht, dass er aus Zwang und Not eines rettenden Ausweges bedurfte, und er war schwach genug, ihn zu begehen. Wo aber ist deine Entschuldigung? Du hast mit deinem freien Willen dies widergöttliche Spiel angehoben, nicht getrieben von einer Not, sondern einzig von deinem Gelüste, in Gleichheit Gottes die Schicksale des Menschen bewegen und zu beschauen zu können und endlich als ein Weltenrichter über sie zu befinden. Und so hast du des Menschen Fehlbarkeit und Leichtverführbarkeit bestürzender zum Erweis gebracht als diese anderen. So bist du der Urheber aller bösen Geschehnisse in deiner Stadt und einzig du, Herrlichkeit, hast nichts, was zu deiner Rechtfertigung dienen könnte oder zu einer Milderung des Urteils, wie es doch alle diese anderen haben. Dies ist die Anklage, die hier gegen dich erhoben wird. Und nun weißt du, Herrlichkeit, dass du unter dem Gerichte stehst, ob auch nicht unter dem unseren. Mehrfach hatte noch der Beamte versucht, Don Luca durch Zeichen zu bedeuten, er möge einhalten. Er war erschrocken und befürchtete einen Zornesausbruch des Großtyrannen. Ja, er erwartete von Augenblick zu Augenblick einen Wink seines Herrn aufzuspringen und Leute von der Trabantengarde kommen zu lassen, die den Priester in Verhaft zu nehmen hätten. Der Großtyrann indessen ließ kein Merkmal des Zornes erkennen. Er saß ein wenig zusammengesunken auf seinem hochstehenden Sessel und rührte sich nicht. Eine längere und qualenvolle Zeit hindurch. Ja, und das ist jetzt die Schlussszene des ganzen Buches. Der Großtyrann hält jetzt Gericht. Und das Gericht soll eigentlich zum Erweis bringen, wie jämmerlich, armselig die Menschen sind, wenn sie in ihrem Alltag bedrängt werden. Wie sie alle hehren moralischen Grundsätze fahren lassen, wenn sie unter Druck gebracht werden. Und das war für Berggruen damals 1935 ganz deutlich. Denken wir nur an das Gesetz über das Berufsbeamtentum beispielsweise und die ganzen anderen allmählich anhebenden und einsetzenden Ungeheuerlichkeiten. Oder man könnte auch hier gehen zur Wilhelmstraße, Prinz-Albrecht-Straße, frühere Prinz-Albrecht-Straße, zum Gestapo-Hauptquartier, wo die Topografie des Terrors ist. Wahrscheinlich die meisten sind schon mal da gewesen. Und dann kann man sich anhören, aber man kann das auch auf YouTube sich anhören, die posende Rede von Himmler vor Führungskräften der Gestapo.
Das war keine Geheimrede. Das war öffentlich geredet, nicht auf dem Marktplatz, aber in Posen vor der Gestapo. Und dort erklärt er, man muss sich das anhören, man muss da mal hingehen in die Topografie des Terrors. Wir sind mit Studenten letztes Jahr da gewesen und sich das anhören. Und man hat das am Ohr und hört dann, wie ein ganz, scheinbar ganz normaler Mensch, der übrigens nebenbei bemerkt getauft und zur Erstkommunion gegangen und zur Erstbeichte und gefirmt war, aber das nur in Klammern. Wie dieser Mensch jetzt sagt zu diesen Offizieren der Gestapo, ich muss jetzt noch über ein schwieriges Thema zu Ihnen reden. Über dieses Thema wird nicht oft geredet, weil es schwierig ist, aber wir müssen darüber reden und wir müssen uns diesem Problem stellen. Es ist ein schwieriges Problem, aber wir müssen uns diesem Problem stellen. Ich meine das Problem der vollständigen Vernichtung der jüdischen Rasse. Und dann spricht er darüber. Also, was an Bosheit möglich ist, das wollte der Großtyrann zum Erweis bringen. Darüber wollte er zu Gericht sitzen. Und jetzt steht dieser Don Luca auf, Pfarrer an San Sepolcro, ein ganz einfacher Pfarrer, der vom Großtyrann selber in Bedrängnis gebracht worden war, weil er dem Verstorbenen, dem an Fieber Verstorbenen, der angeblich den Mönch, diesen Agenten umgebracht hatte, weil er dem die Beichte vor dem Sterben abgenommen hatte. Und der Großtyrann bedrängt ihn zu sagen, was in der Beichte gesagt worden ist und bedroht ihn mit der Streckbank, falls er nicht bereit ist, das Beichtgeheimnis preiszugeben. Don Luca widersteht, aber nur unter schweren Anspannungen. Und der steht jetzt auf und sagt, aber deine Schuld ist noch viel größer. Denn du hast mit den Menschen gespielt. Und das darf man nicht. Man darf sie nicht, und damit wendet sich das zur Präambel zurück, man darf die Menschen nicht in Situationen bringen, in denen sie nicht das Gute sehen können. Mehr. Man könnte an dieser Stelle an eine Stelle denken, fällt mir gerade ein, aus Hannah Arendt. Es gibt eine Stelle bei Hannah Arendt, aber ob ich es jetzt auf die Schnelle doch so schnell finde, das weiß ich nicht. Ah ja, doch, ich habe es schon hier. Aber Hannah Arendt schreibt in ihrem Buch Eichmann in Jerusalem einen Bericht von der Banalität des Bösen, bekanntlich ja aus ihrer Beobachtung des Eichmann-Prozesses in Jerusalem hervorgegangen. Seite 188. Dort schreibt sie, im Dritten Reich hatte das Böse die Eigenschaft verloren, an der die meisten Menschen es erkennen. Es trat nicht mehr als Versuchung an sie heran. Nicht schlecht. Das Böse erkennen wir eigentlich gar nicht an und für sich, sondern wir erkennen es nur, wenn wir es als Versuchung empfinden, wenn wir es als eigentlich als eine Verlockung erkennen, zu der man sich in einem ganz kleinen, augenschließenden Moment hin überwinden muss. Das hatte wohl die Nazi-Diktatur vollbracht, jedenfalls am Ende. Wenn man denkt an die letzten beiden Kriegsjahre, in der aus Sparsamkeitsgründen die Zyklon-B-Patronen so weit minimiert worden waren für die Gaskammern, weil die teuer waren und man Geld sparen musste in den letzten beiden Kriegsjahren, dass man nur noch verminderte Gasrationen einsetzte, sodass die Menschen nicht mehr vergast wurden, sondern sich tottrampelten. Das hatte man wohl geschafft. Das Böse so weit zu minimieren, dass es ganz alltäglich geworden war. Und um diesen Punkt geht es, dass die Menschen in der Lage sind, sich an solches Böse zu gewöhnen und dass man sie eben nicht erproben darf, um zu wissen, ob sie sich daran gewöhnen, sondern sie gewöhnen sich, sondern man darf nur. Und das ist dann das, was ganz am Schluss kommt, letzter Satz, womit das Buch endet.
man muss den positiven Weg wählen. Man muss das Böse durch das Gute überwinden. Man kann das Böse nicht ausmerzen durch Versuchungssituationen. Nach dem gehörten Text stellt sich heraus und wird bekannt gemacht, dass der Sperone, der Färber, dem Großtyrann einen Tag vor dieser Gerichtsverhandlung gestanden hatte, ich habe den Mönch umgebracht. Ja, wie? Sagt der Großtyrann, du? Ja, sagt Sperone. Ja, sagt der Großtyrann. Warum gestehst du das? Du hast es doch gar nicht getan. Das weißt du und das weiß ich. Ja, sagt Sperone, aber ich will es gestehen jetzt, damit ein Schuldiger gefunden ist und damit dem entsetzlichen Unheil in dieser Stadt ein Ende bereitet wird. Einer muss sich dafür opfern. Und das kommt jetzt zum Erweis. Das wird deutlich gemacht. Und dann fragt in dieser öffentlichen Gerichtsverhandlung ganz zum Schluss der Großtyrann den Färber, warum hast du das getan? Und der Färber sagt, aus Liebe zu den Menschen, denn sie dürfen nicht in Versuchung gebracht werden, dann verwirren sie sich. Und dann sagt der Großtyrann, dann hast du auch aus Liebe zu mir dich aufopfern wollen. Und der Färber bejaht das mit einem Nicken des Kopfes. Und der Großtyrann sagt, es ist also einer gewesen in dieser Stadt, der aus Liebe hat sterben wollen, auch für mich. Damit endet eigentlich das Buch, es folgte noch anderthalb Seiten. Das ist, glaube ich, das, was die Quintessenz ausmacht. Dass der Weg aus Unheil und aus Bosheit und aus Verwirrung und aus dem gegenseitigen Bemühen, möglichst viele Schäfchen ins Trockene zu bringen, dass der Weg daraus nur führt durch die Liebe wir könnten jetzt noch nicht mal sagen, die Liebe zum anderen Menschen, denn das wäre zu einfach ausgedrückt, sondern man müsste sagen, durch die Liebe zu dem, was der andere Mensch eigentlich sein könnte. Mir scheint, dass das mit Nächstenliebe gemeint ist. Nicht, dass man den anderen, dass man die ganze Welt umarmen könnte, das wäre sicherlich ja, völlig illusorisch, sondern dass man die Unverwechselbarkeit und Einmaligkeit eines anderen Menschen vielleicht mit diesem Gedanken, mir hilft dieser Gedanke, dass jeder andere Mensch, auch der mir vielleicht besonders seltsam erscheint, dass der eine Mutter gehabt hat, die diese Menschen sehr lieb gehabt hat. Und das meinte wohl das, was wir eigentlich meinen, wenn wir von der Einheit von Nächstenliebe und Gottesliebe sprechen. Dass es jemanden gibt, der die Menschen so liebt und dass es nur geht in der Verbesserung des Zusammenlebens, indem man versucht, sich diese Gabe zu geben. Diese Gabe der ursprünglichen Schönheit eines Menschen, einer inneren Schönheit. Ja, jetzt haben wir nichts mehr zu lesen, oder? Vielen Dank fürs Lesen. Vielen Dank, das war sehr schön. Danke. Und danke fürs Zuhören. Also die Anrede für den Großtyrann ist Herrlichkeit, genau. Ob das steht Gott zu. Ja, ja, das ist wahrscheinlich von Bergengrün so gemeint, dass er sozusagen eine solche gottgleiche Stellung hat. Wie gesagt, das ist etwas, das ist also, bei Plato ist es ganz deutlich, der Staatslenker, derjenige, der den Staat führt, der hat eine solche, der hat das Gute erkannt und die Wahrheit erkannt und deswegen
gebührt ihm die Tyrannis, also die alleinige Führung. In der Antike waren die Staatsführer, die Imperatoren, Götter oder Gottgleich. Genau. Vielleicht noch der fällt mir noch ein, doch noch ein Satz dazu. Das will Berngrün gerade, das ist ja gerade das, was also ich glaube, dass das Christliche für Berngrün der Versuch ist, das Vergebliche zu versuchen und sich gegenseitig bei den vergeblichen Versuchen zu helfen und zu vergeben. Das ist, glaube ich, für Berngrün das Christliche. Das meint ja auch Sakrament, bei Licht betrachtet. Wir könnten das jetzt, ich sagte das vorhin, aber dazu ist der Abend jetzt nicht lang genug. Man kann das, man könnte und müsste das jetzt zum Beispiel auf dem Bereich Ehe und Beziehungen und Scheitern in Beziehungen. Berngrün würde sagen, jeder, der was vom Christentum verstanden hat, würde sagen, man muss in Beziehungen scheitern. Es ist nicht das Bestreben, möge das gelingen. Möge das Scheitern nicht unmenschlich werden. So müsste man eigentlich sagen. Also jedenfalls aus dieser Sicht. Wenn die Ehe schon das totale Glück bedeutete, dann bräuchte man sich gar nicht nach Gott zu sehen. Ganz genau. Das wäre jetzt sehr formvollendet theologisch auf den Punkt gebracht. Ganz genau. Dann wäre Gott ganz genau. Ja, richtig. Dann wäre Gott gar nicht notwendig. Dann braucht man nur ein Gesetz. Das kann man auch ohne Gott. Gott ist nicht der Perfekte. Ganz genau, ja, nicht schlecht. Ganz genau, ja, das war jetzt. Dann bräuchte man. Gott ist nicht der perfekte Gesetzgeber. Aber dann, wenn er das nicht ist, das Gesetz weiß man auch ohne ihn. Was ist er dann? Und da ist Berngrün eben überzeugt, wenn es Gott, man könnte jetzt in unserer Sprache sagen, wenn es Gott gibt, dann ist er die vollkommene Vergebung. Also aber Vergebung jetzt strikt in dem Sinne, das Wiedergeben des ursprünglichen Bildes, was ein Mensch hatte und verloren hatte und doch darauf angewiesen ist, dieses Bild wiederzugewinnen. Jetzt muss ich mich doch einschalten, weil wir ganz am Anfang im Advent hatten wir Jörg Splett hier. Ja, genau. Und das, was Jörg Splett dazu sagen würde oder gesagt hat, war, da hatten wir schon mal disputiert, war, ich überspitze es jetzt, aber dann hätte ja die Sünde auch nur irgendwas Gutes, wenn sie, oder sie würde, das Böse würde sich etwas Gutes erschleichen, wenn sie nämlich die gute Vergebung notwendig oder möglich machen würde. Und da haben wir schon drüber gesprochen, Frau Fiss und ich. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, ja, Gott, also jetzt etwas unbeholfen ausgedrückt, Gott baut die Sünde, wir gucken sofort noch etwas drauf, was Sünde ist, Gott baut die Sünde in den Heilsplan ein. Die Osternacht jedenfalls ist davon überzeugt, selige Schuld. Jetzt müssen wir mal natürlich gucken, was meint Sünde. Sünde meint ja jetzt nicht eine Tatsünde, sondern Sünde meint die Schwäche des Menschen, die Verwirrungsbereitschaft des Menschen. Das meint Sünde. In diesem Falle. Wenn man Sünde so versteht, die Schwäche des Menschen, sich verwirren zu lassen, nicht nachhaltig genug zu denken, nicht langfristig genug zu denken. Sünde ist immer kurzfristiges Nützlichkeitsdenken. Hätte kein überlegt, niemand bringt doch seinen Bruder um. Lieber Himmel. Das meint Sünde. Und diese Schwäche des Menschen, jetzt kann man darüber nachdenken, hätte Gott den Menschen anders schaffen können als endliches Wesen, aber er hat ihn so geschaffen, hat er vorausgesehen, dass der Mensch dieser Schwäche erliegt, all das beiseite gelassen, diese Schwäche des Menschen, daraus bewirkt Gott Gutes. An einer Stelle beim Großtyrannen heißt es, ziemlich am Ende, auf der vorletzten Seite, da heißt es, glaubst du denn, Petrus hätte zum Fürsten der Apostel werden können und für alle Zeiten zum Hüter der Gewissen des Erdkreises, wenn er nicht dreimal den Herrn verleugnet hätte? Also da würde ich doch dran festhalten,
und sagen, Gott bedient sich des Irrtums, sagen wir mal, der Schwäche, der sündigen Schwäche und wirkt daraus etwas Gutes, sofern der Mensch bereit ist, Gutes wirken zu lassen. In der Topographie des Theros ist auch als Tondokument die Nürnberger Prozesse, also der Nürnberger Prozess und dann die Stellungnahmen der Angeklagten. Das habe ich noch sehr eindrücklich im Ohr, die ja am Ende gefragt wurden. Mancher von Ihnen kann sich erinnern oder hat das vielleicht auch schon gesehen oder gehört. Nach dem Schlussplädoyer wurden die Angeklagten befragt. Schuldig oder nicht schuldig. Und das ist wie Hammerschläge, wie eine Litanei des Schreckens. Einer nach dem anderen. Nicht schuldig, nicht schuldig, nicht schuldig, nicht schuldig. Keiner ist dabei, nicht ein einziger ist dabei, der, gut kann man sagen, das ist juristisch notwendig und so weiter. Nicht einer ist dabei, der sagt, ja, ich bin schuldig geworden. Also ich glaube, so würde ich denken, dass Gott die Sünde zum Guten wenden kann, die Schwäche zum Guten wenden kann. Sofern man mithilft. Der Apostel Paulus sagt, Moment. Ich rühme mich meiner Schwäche. Ja, ja. Mich würde interessieren, Sie haben ja von Versuchungen und Verführungen gesprochen und davon, dass der Mensch irgendwie das Gute möchte. Und mich interessiert die Frage, wir stehen ja irgendwie in der Gegenwart und auch in einer gewissen Verantwortung. Und es gibt so viele Versuchungen oder Verführungen, denen wir heute ausgesetzt sind, wo wir sozusagen an vielen Stellen gar nicht wissen, schaffen wir mit unseren Handlungen eigentlich das Gute oder das Böse. Und ich würde sagen, man kann das eigentlich auch gar nicht mehr so klar feststellen. Also wo sehen Sie sozusagen die Verantwortung des Menschen heutzutage an der Stelle, wenn wir gar nicht mehr wissen, ob unser Handeln sozusagen gut oder schlecht ist? Genau. Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Unüberschaubarkeit. Ich glaube auch, dass Berggruen das darstellen wollte. In dieser, wenn schon die Verwirrung in solch einer geordneten Stadt wie Cassano, wo ja die Zünfte herrschten und jeder hatte seinen Platz und heutzutage ja, herrschen keine Zünfte und jeder kann tun und morgen so. Und wie, wenn da schon die Verwirrung so groß war, wie erst heute, 1935, und was würde er heute sagen? Ja, genau. Es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, einfach zu bleiben und das Gute zu sehen. Jetzt, was bleibt denn dann? Also zwei Dinge. Der letzte Satz des Buches. Der letzte kurze Absatz. Alle schwiegen bewegt, endlich sprach der Großtyrann: Geht jetzt ruhig in eure Häuser. Es wird manches sein, das ihr noch untereinander werdet in seine Ordnung zu bringen haben. Dies möchte er in der Stille tun, jeder nach seinem Gewissen. Und auch ihr sollt euch ja gegenseitig vergeben. Morgen werden wir miteinander den göttlichen Leib nehmen und danach den Herrn Confini zu seiner Ruhe bestatten. Und jetzt? Und dann werden wir trachten, unser Leben weiterhin zu ertragen, ein jeder nach seiner Weise. Denn dies wird ja von uns gefordert. Das ist der letzte Satz. Der Gedanke kommt vorher auch schon mal bei ihm, vorher an einer Stelle, dass das Erleiden und Erdulden und Ertragen mehr Mühe kostet als das Aktivsein. Also, ich würde sagen, auf Ihre Frage, wie erkennt man das, was jetzt wirklich gut ist, was wirklich notwendig ist, das erkennt man nur punktuell und stellenweise. Und man muss darauf vertrauen, dass man sozusagen in dem Mahlstrom, in dem man sich bewegt und bewegt wird, dass dieser Mahlstrom grundsätzlich
einen Sinn hat, einen von Gott zugelassenen Sinn. So denke ich es mir. Jedenfalls, ich kann Ihnen jetzt nichts anderes sozusagen sagen, das ist jetzt kein Patentrezept, sofort. Nur das, was, wie ich es mir denke, dass dieser Mahlstrom, dass meine Lebenszeit und die Kontexte und das, was geschieht, dass das von Gott zugelassen ist und dass ich versuche ab und zu ein Gutes zu sehen und vielfach nur Gemischtes und viel auch Verwirrtes. Und das muss man erdulden, in dem Grundvertrauen, dass das der Weg ist, den Gott mir oder dass das der Strom ist, den Gott mir zugedacht hat. Ganz schlicht und einfach. Sonst könnte ich auch wie würden wir sonst verstehen, wie Jesus selbst den Weg gegangen ist? Verstehen Sie, was ich meine? Mit was für Zufälligkeiten und auf den Punkt gebracht, wir haben nicht die Möglichkeit, das Gute zu tun. Wir haben nur die Möglichkeit, uns immer wieder zu fragen, am Ende eines Tages, am Ende einer Woche, an einem Punkt ein etwas Besseres. Das Gute schlechthin, da würden wir dran verzweifeln, wenn man das versuchen würde. Aber es muss also das Wort aus dem Gorgias von Plato, lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun, das ist schon ein großes Wort im Hinterkopf zu haben. Aber damit den Alltag zu gestalten, das kann man nicht, oder? Man muss ja auf die Kinder aufpassen. Wenn ich das bei meinen Geschwistern sehe, sofort, einen Moment, bei meinen Geschwistern sehe, die alle kleine Kinder haben, da ist ja jeden Tag Rambazamba. Wie sollen die das Gute tun? Sie sind froh, wenn der Tag am Ende ist. Aber zwischendurch zu gucken, dass man das bewundere ich. Wir waren jetzt vor 2 Wochen alle zusammen, weil unsere Mutter 80 wurde, da waren wir alle zusammen da, hatte unsere Mutter eingeladen nach Tirol und damit den ganzen Kindern. Ich bewundere aber, das muss ich sagen, bei allen meinen Geschwistern, das muss ich wirklich so sagen, dass es fast nie einer von denen gegenüber den Kindern, die wirklich manchmal nie laut wird. Nie laut. Nicht schlecht, oder? Dass es nie mit Schrei oder Schlagen oder so, sondern dass eine ungeheure Geduld da ist. Also ich wollte damit nur sagen, in diesen Kleinigkeiten einigermaßen sozusagen oftmals die Kontenance zu bewahren, das ist schon viel. Wenn ich das Ende richtig verstanden habe, bleibt es ja in der Konsequenz so ein bisschen offen. Was passiert jetzt? Man könnte es ja jetzt weiterspinnen und ich glaube, es wäre richtig, es so weiterzuspinnen. Er hat sich schuldig bekannt, obwohl er nicht schuldig war. Ja. Der Tyrann weiß, er ist nicht schuldig. Ja. Eigentlich müsste er ihn jetzt schuldig sprechen und bestrafen, um konsequent zu bleiben. Und da anders als bei Jesus ohne Auferstehung. Ja. Ja. Und das ist etwas, was auch, sagen wir, uns im Alltag bewegt. Ich denke an so Themen wie Kirchenasyl. Ja. Ich denke an so Themen, wie wir, gerade vorhin ist mir eingefallen, wenn man sich erinnert an diesen Polizeipräsidenten, war das, glaube ich, der genau. diese Folterandrohung in Frankfurt auf sich genommen hat, ganz um genau. sozusagen aus seiner Sicht das Richtige oder Gute zu tun. Vollkommen. Und in der Konsequenz dann aber auch klar sein muss, er muss die Konsequenzen tragen. Genau. Und es kann auch nicht das Ziel sein, dass der Tyrann oder der Staat dann die Gesetze ändert und sagt, ja, für dich wäre es ja ganz gut, Folter wäre möglich. Ganz ja? genau. Es muss ja so bleiben. Exakt. Und er muss die Konsequenzen tragen. Ja? Exakt. Ganz genau. Ja, ja, sehr gut, ganz genau. Ja, das würde ich auch so sehen. Die Gerechtigkeit wird sozusagen nur aufrechterhalten, wenn es Menschen gibt, die das sehen, was die Gerechtigkeit eigentlich bewirken will und um dieses Zieles willen die Gerechtigkeit außer Kraft setzen. Manchmal. Man kann das sehen, ich will noch ein Beispiel bringen, ganz genau, ja, würde ich ganz genau so sehen, wie Sie sagen. Man kann bei der Polizeipräsidentin, bringe ich immer in der Vorlesung, deswegen bin ich so affirmiert,
weil das ist ein gutes Beispiel, dass ein Mensch sagt, der hat die Konsequenzen auf sie oder hat die Konsequenzen, sagt ja, und ich würde es wieder tun. Thomas von Aquin hat ein schönes Beispiel, sagt, was an einer Stelle in seiner Summa sagt er, was ist eigentlich der Wille Gottes? Oh, sagt er, der Wille Gottes, der ist nicht wie eine mathematische Wahrheit, sondern der stellt sich für den einen so und für den anderen so dar. Der ist sehr schwer zu erkennen. Und der bringt ein Beispiel und sagt, ein Mann und eine Frau sind verheiratet und haben Kinder und der Mann erschlägt im Affekt einen Arbeitskollegen. Und deswegen wird er von der Polizei des Landes gesucht, versteckt sich und die Polizei des Landes sucht ihn, um ihn der gerechten Bestrafung zuzuführen. Das ist die Aufgabe des Staates und der Polizei und das ist Gottes Wille. Und zugleich versucht die Frau, seine Frau, die ihn liebt, nicht den Mörder natürlich liebt sondern, oder den Totschläger liebt, sondern den Ursprünglichen liebt, versucht die Frau alles, um den Mann zu verstecken. Und auch das ist der Wille Gottes für die Frau. Und das ist gerecht. Und dann kommt am Ende die Frage natürlich, wer hat die Priorität und so weiter und so fort. Aber die Frau ist nicht das Gericht und nicht die Polizei und umgekehrt. Ich musste da manchmal auch dran denken, bei unseren Diskussionen um die Missbrauchsfälle. Es ist auch nochmal die Aufgabe, das tun wir ja im Strafrecht auch und bei allen Resozialisierungsmaßnahmen gehen wir in die forensischen Psychiatrien. Wir brauchen beide Perspektiven. Wir brauchen die Perspektive des Opferschutzes und der Wiedergutmachung und der Sühne. Und wir brauchen auch zugleich parallel dazu die Perspektive, was könnte geschehen, wenn die Uhr auf Null gedreht werden könnte bei einem Menschen. Und das, unser Strafrecht ist soweit, Gott sei Dank, soweit entwickelt, dass es sagt, darauf hat jeder Mensch bis in die letzte Minute seines Lebens ein Recht. Das gewähren wir eben. Das ist ein ungeheurer Aufwand. Ein Freund von mir ist Chef der forensischen Psychiatrie in Eichelborn, bei Lippstadt ist das bei uns in der Ecke. Was für ein Aufwand betrieben wird für Leute, die mit der Bratpfanne ihre Großeltern erschlagen haben. Wo in anderen Staaten dieser Welt, zivilisierten Staaten, ein kurzer Prozess gemacht wird, gesagt wird, also wenn nicht auf dem elektrischen Stuhl, dann aber im Zuchthaus. Und bei uns endlos Bemühungen, es muss doch der Punkt gefunden werden, wo dieser Mensch jetzt von psychiatrischen Diskussionen und Dopamin, Serotonin, Adrenalin und Lithium und so weiter abgesehen. Aber es muss doch der Punkt gefunden werden können, wo ein Mensch ansprechbar ist auf das, was er erlebt hat, als er 2 Jahre war und in der Bauecke spielte. Ja. Es ist gesagt worden, dass der Tyrann versucht, wie Gott zu sein, und dass das die schlimmste Sünde überhaupt ist. Ebenso sündevoll ist es, glaube ich, zu meinen, man müsse den Menschen verherrlichen. Ich glaube, dass das heute in vielen, sagen wir mal, öffentlichen Reden oder so zu oft jetzt nicht in dem bis zu diesem Punkt getrieben wird, Verherrlichung, aber dass ihm ständig sozusagen gesagt wird, er habe Recht und das sei nun mal, er habe, die Menschen hätten jeden Anspruch, er wäre gerecht, den sie aufstellen und so weiter. Also die Utopien leben ja von diesem Gedanken. Ja. Der Mensch sei gut. Ja, es gibt ganz emphatische Aufrufe der Linken, also zum Beispiel in den 20er Jahren gab es ein Buch, das hieß so, der Mensch ist gut. Und es geht wirklich davon aus, dass wenn bestimmte Beschränkungen, die durch Verhältnisse und Machtverhältnisse und Gesellschaftsverhältnisse bedingt sind, verschwinden, dann ist natürlich auch der Pflaster auf den Straßen weg und wir tanzen im Sand und stecken uns gegenseitig Zettel mit unseren Kontonummern zu. Nur das ist nicht so. Ja. Und manchmal ist es sogar in der Kirche so, dass es mir vorkommt, als ob
von der Verführbarkeit und Sündigkeit des Menschen zu wenig die Rede ist, sondern zu sehr Bestätigung gegeben wird und zu wenig Warnung oder ich will ja. gar nicht sagen, Kritik ist immer, also so von der Kanzel gesprochen, ist immer eine schwierige Sache, aber Warnung, dieser Sünde nicht anheimzufallen. Ja. Ja? Und manche sind sich gar nicht bewusst, dass sie sündige Menschen sind. Und daher haben sie auch kein Bedürfnis nach göttlicher Gnade. Ja. Ich finde es das schrecklich, dass das so ist. Ja? Weil sie müssten sich doch in den Spiegel sehen und sagen, was habe ich schon alles getan, um anderen weh zu tun? Oder wo habe ich nicht vergeben? Wo habe ich jemanden verlassen? Und so weiter und so fort. Ja, ja. Ja, ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, heute sehen wir schärfer als früher zwei Schwierigkeiten. Der Befund ist, glaube ich, jeder würde zustimmen, was ist der Mensch? Was für was? Da würde jeder zustimmen. Aber ich glaube, zwei Dinge werden heute schärfer gesehen. Erstens, wir sind sehr empfindsam gegenüber der Unerträglichkeit von Mahnern, die selber bis zur Hüfte im Sumpf stecken. Das ist, glaube ich, anders als früher. Also man könnte jetzt auch theologisch sagen, die Objektivität des Amtes ist zerschreckt. Rede ich immer auch von selbst. Ja, genau, das müsste zumindest immer deutlich, also es müsste sozusagen ein nach außen gewendetes Selbstgespräch sein. Ja, also die gewohnten Moralpredigten sind uns aufgrund allzu großer Transparenz derjenigen, die predigen, fast nicht mehr erträglich. Das ist, glaube ich, das muss man einfach so, das ist so. Das ist sozusagen die Objektivität von Amt ist fast zerschreddert. Man sieht das auch an öffentlichen Ämtern. Ich glaube zum Beispiel, dass die Authentizität und Geachtetheit von, also jedenfalls bei mir, von Angela Merkel aus dem Eindruck erwächst, nicht zuletzt, das wird ohne Prätention und ohne überhebliche Moralisierung dieses Amt ausgeführt. Also das ist das eine, weswegen man da heutzutage sehr viel zurückhaltender sein müsste in der Rede oder in der sozusagen belehrenden Rede von Sünde. Und das Zweite ist, ich glaube, wir haben heute ein größeres Empfinden für sehr individuelle, unterschiedliche Zustände und Kontexte, in denen Schwäche da ist und sind sehr empfindsam bei Pauschalurteilen. Also ich kann mich erinnern, die Priester, die mich beeindruckt haben, mein Heimatpfarrer oder auch unser Spiritual, der vorher 30 Jahre in der Pfarrei war und andere auch noch, das sind Pfarrer, die haben den Großteil ihrer Tätigkeit in der Pfarrei bei Hausbesuchen verbracht. Und bei der Hausbesuch wurde ja nicht Kaffee gesoffen und Kuchen gegessen, sondern da wurden ja Gespräche geführt. Also das heißt, die haben gewirkt ja wesentlich nicht so sehr unbeschadet seiner Lauterkeit, nicht so sehr wie Pater Leppich, sondern indem sie die Leute, das ist das, was der Papst wohl meint, dass man den Geruch der Schafe hat, indem sie hingingen und wussten und kannten und dann in der Lage waren, was zu sagen. Aber ich würde fast sagen, letzter Satz, allgemein formulierte moralische Ermahnungen sind heutzutage fast für die Katz. Weil diejenigen, die es angeht, die hören nicht zu und die anderen sind erbost. Ich glaube das. Man kann ab und zu vielleicht vorsichtig, also ich könnte mir vorstellen, das mit so einer konjunktivischen Formulierung, aber... Obwohl wir ja beides brauchen in unserem privaten Leben. Wenn ich an meines denke, so haben mir, glaube ich, mehr die geholfen, die
Kritik geübt haben und den Finger auf Wunden gelegt haben, als die, die mir gesagt haben, ach du armer Kerl. Ja. Aber wir wollen es dann auch persönlich hören und von Leuten, die uns kennen und nicht von irgendwelchen, aus irgendwelchen Lautsprechern. Das glaube ich. Sie haben gesagt, man soll Menschen nicht in Versuchung führen. Und das ist erstmal sehr plausibel, weil man dabei tatsächlich Gott spielt und sogar vielleicht nicht nur Gott, sondern jemanden anderen, also den Versucher. Ja, aber auf Gott bezogen jetzt, führt Gott uns nicht in Versuchung? Was bedeutet dieser letzte Satz in Vater Unser? Dass Gott uns in Versuchung führt und dass wir ihn noch dazu bieten, das nicht zu tun? Das würde ich gerne hören, was Sie dazu denken. Ja, das würde ich auch gerne hören. Das ist eine schrecklich schwierige Frage. Eine sehr schöne Auslegung ist bei Guardini in seiner Auslegung des Vater Unsers. Manchmal kann man lesen, dass die Formulierung eigentlich heißt und führe uns in der Versuchung, aber ich bin nicht ganz sicher, ob da nicht der Wunsch der Vater mehr des exegetischen Gedankens ist und führe uns nicht in Versuchung. Ich glaube, es ist, also mir gefällt die Auslegung, oder mir hilft die Auslegung, mir hilft ein Bild. Ich habe ein Bild vor Augen und dann kommt die Auslegung. Das Bild, was ich vor Augen habe, ist, das war bei uns, wir sind 5 zu Hause, ich bin der Älteste, bei den anderen war das auch so, aber ich war nun der Älteste und da war es das erste Mal der Fall. Der erste Schultag in der Grundschule, da brachte unsere Mutter mich zur Schule. Und das war sehr schön und dann der zweite Tag war es auch noch so und der dritte Tag, ich weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht eine Woche. Auf jeden Fall nach ein paar Tagen hörte das auf einmal schlagartig auf und sie sagte, so, heute gehst du alleine. Und dann war Geschrei und Tränen und so weiter und dann trappelte ich los. Und nach wieder einer Woche war das natürlich vollkommen vergessen, weil das war ja das Beste. Man traf ja dann schon Lars und Melanie und so weiter. Und ja, also das Leben hatte ja eine ganze, aber musste ja geschubst werden daraus. Also jetzt, dieses Bild habe ich vor Augen. Eltern wissen im Idealfall, wenn den Zeitpunkt, wann man schubst und der andere kann schon flattern. Immer auch nicht. Also niemand würde uns ja unter uns wahrscheinlich sagen, er hat eine vollkommen ideale, also wir haben auch manche Blessuren davongetragen, ist ja ganz normal, aus der Kindheit oder aus der Jugend, dies und jenes. Ja, kann man auch mal drüber nachdenken und das gehört ja auch dazu, so ist man halt geworden und die Eltern versuchten das Beste, aber sie waren ja jetzt nicht Gott. Weiß Gott, das ist eigentlich die Bitte. Also das ist eigentlich eine kindliche Bitte, so denke ich es mir. Weiß Gott, was ich kann? Das ist eigentlich die schwierige Frage. Das Konzil von Trient sagt, jedem wird genügend Gnade geschenkt, um in die ewige Seligkeit zu kommen. Bei Licht besehen ist dieser Satz ja 300, 400 Jahre vor Auschwitz geschrieben, ein ungeheuerlicher Satz. Okay, ich kann natürlich sagen, am Ende, am Beginn der Ewigkeit sagt Gott, so, schön, dass du da bist. Was sagst du, du bist durch wo, durchs KZ gegangen? Ja, das war ein schwieriger Weg. Nun komm, wir können so nicht mehr denken. Deswegen meinte ich vorhin, das wüsste ich auch gerne. Wissen Sie, was ich meine? Also wir so denke ich mir die Vater Unser bitte, dass ich mir vorstelle, dass ich, wenn ich das bete, nicht immer, aber manchmal, wenn ich das bete, dass ich denke, liebe Heiland, denk dran, dass ich noch Luft kriege. Jetzt nicht so sehr bei mir, aber bei anderen. Ich erinnere mich an der ersten Kaplanstelle, hatte sich einer unserer großen, einer der aus der Jugendleiterrunde aufgehängt auf dem Dachboden. Die Polizei rief an und sagte, FK, Sie müssen das den Eltern sagen. Bei der Mutter war ich bis zum Ende der Kaplanzeit, die 3,5 Jahre, jede Woche, zweimal. Aber die war vollkommen, ja, da konnte ich ja nicht sagen, da kann doch nicht mal ich für mich sagen, das ist ein Weg, das ist ja voll,
Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ja vollkommen, weil der liebe Heiland auf Betriebsausflug. Ich glaube schon, dass Gott weiß, was er tut. Aber dass wir ihn bitten, dass er das mit unseren Vorstellungen ein bisschen wenigstens verbindet, das wäre so. So denke ich es mir. Führe uns nicht in Versuchung. Da muss ich auch so denken, nochmal so ein Mensch, wie ich habe jetzt diese Himmler-Biografie gelesen, die frisch rausgekommen ist, letztes und vorletztes Jahr, glaube ich. Ja, Mama mia, ein ganz normales, bürgerliches Münchner Gymnasiallehrer-Elternhaus. Dann würde man vielleicht besser mal die Psychologen fragen, was ist da schiefgelaufen. Jedenfalls kirchlich ist ja alles glatt gelaufen. Wie kann das sein? So, wann ist da ein Mensch in Versuchung geraten, dem Bösen nachzugeben? Allmähliche Gewöhnung, die Biografie ist gut, fand ich. Zeichnet das nach. Allmähliche Gewöhnung an schleichend einsetzende Verachtung von anderen Menschen. C.S. Lewis in seinem Buch Christentum schlechthin hält das für die Grundsünde, dass man anfängt, andere abgrundtief zu verachten. Gründe dafür gibt es immer, bei Licht versehen. Ja, das ist damit verbunden. Vielleicht in eine andere Richtung. Diese Ausführung von wegen, der Tote wird erweckt, die Zeit wird quasi rückgängig gemacht oder hat keine Bedeutung. Dieser Gedanke, inwiefern ist der eigentlich neu oder der Schriftsteller bringt den, stellt den dar und gab es den über irgendeinen Gedanken schon mal früher? Also das frage ich mich immer, ist der Gedanke jetzt neu? Der bei Lazarus, diese Auswirkung genau, von Lazarus. Ja. Das ist eine gute Frage. Also bei den Studenten würde ich sagen, ja, das gab es schon mal, nämlich bei, und würde irgendwas erfinden, um die professorale Autorität zu wahren. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich vermute oder ich könnte mir denken, dass das von Berngrün nicht erfunden oder nicht selbst ein Gedanke ist, sondern dass er das gelesen hat. Vielleicht bei den Kirchenvätern, war schon belesen. Also es könnte so ein Gedanke sein, der bei Augustinus vorkommt oder bei den Kirchenvätern, das könnte sein. Also Augustinus zum Beispiel ist nicht schlecht, Augustinus ist nicht fern, ist nicht, die Idee ist nicht schlecht, das könnte sein. Augustinus hat zum Beispiel in einer Osterpredigt den Gedanken, das Christentum besteht aus zwei Grundworten, Versprechen und Vergeben. Also das kommt bei Augustinus vor, Versprechen, also als Macht über die Zeit. Das Christentum ist Macht über die Zeit, über die Vergeblichkeit, über die Endlichkeit. Zeit ist im letzten Sünde, weil es berechnet. Und da hat Augustinus eben diesen Gedanken Versprechen, einen Blankoscheck ausstellen, vernichtet die Zeit. Bei Licht besehen das Eheversprechen oder auch ein Freundesversprechen. Wir sind befreundet, komme was da wolle. Unabhängig von dem, was geschieht, zeitlos und vergeben, das Gleiche. Von daher könnte sein, dass Augustinus diese Auslegung auch hat, aber ich wüsste es nicht. Das müsste man mal, es gibt eine Doktorarbeit über Bergengröns Werk, müsste man mal nachgucken, ob das jemand erforscht hat. Ja. Das ist ja eine Grundidee, dass das Das ja, genau. Nur jetzt sozusagen die Auslegung der Auferweckung des Lazarus, ob die schon mal gedacht wurde oder ob das schon mal so gedacht wurde oder ob er das irgendwo her hat. Da müsste man mal eine Quellenanalyse machen oder ob es da überhaupt Forschungen zu gibt. Aber dass das Zeitliche, das ist ganz prominent bei Augustinus, dass das Zeitliche das Geschöpfliche ist und im Letzten auch das Vergebliche und so weiter. Civitas Terrena, ja. Herr Professor. Mir fällt gerade noch ein. Wichtig ist das, glaube ich, dass man den Gedanken für sich selber mitnimmt.
also für das eigene Leben und für die Beziehung und so weiter. Es wird nur gelingen, wenn ich mich entscheide, an den entscheidenden Stellen des Lebens die Zeit außer Kraft zu setzen. Dann bin ich fest von überzeugt. Nur unterliegen wir natürlich dem Fluch des Erinnerns. Man kann das am besten nachvollziehen, wenn man von einem Freund, und jetzt nehmen wir mal nicht das Beispiel des Ehebruchs, sondern wir nehmen mal das etwas mildere Beispiel, dass man einen sehr guten Freund hat, auf den man sich immer verlassen konnte und von dem hört man, er hat schlecht über dich geredet, massiv schlecht über dich geredet in anderer Gesellschaft. Und man stellt ihn zur Rede und er sagt nach kurzem Nachdenken, ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ich bitte um Vergebung. Und man sagt, ich vergebe dir. Aber es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Sondern es hat jetzt nicht mehr einen naturalen, sondern einen konstruierten, einen gewollten Zustand. Und diesen gewollten Zustand auszuhalten in dem gleichen Glück wie vorher den naturalen, das ist eigentlich die Kunst. Also es gibt im westfälischen Frieden, im Vertrag, ja, Beendigung des 30-jährigen Krieges, ja, gibt es den Passus am Schluss, dass alle Beteiligten versprechen, sich nicht mehr an die Untaten zu erinnern. Aha, oh, das ist ein schönes Beispiel. Also da ist aber der Satz, dass das Erinnern irgendwie, da gibt es ja die, wer sich nicht erinnert, ist verurteilt, das ja. Der wird dadurch natürlich noch in Frage gestellt. Ja. Und man, ganz genau. Und man, es ist auch ein Prozess der Vereinsamung. Ja, weil die Vergebung, man selber gibt ja, ich glaube, dass Beziehungen auch mit Vereinsamungen zu tun haben, weil man die Illusion des gemeinsamen Werkes streckenweise einbüßt. Und man sieht, ich muss jetzt hier stehen, der andere kann es nicht. In diesem Sinne Vereinsamung. Und damit muss man sein Genügen finden und sein Auskommen finden. Dass der andere nicht in der gleichen Weise im Augenblick in die Kasse einzahlt wie ich selbst. Glaube ich jedenfalls. Ganz bestimmt. Und damit muss man, noch einmal, damit muss man in irgendeiner Weise, sagen wir mal ganz, ganz einfach gesagt, zurechtkommen. In der Hoffnung möglicherweise, dass der andere sich wieder berappelt. Oder sich auch wieder anders wenden wird. Ja, Entschuldigung. Ja, verstehe ich Sie richtig, dass Sie Bergengrün so verstehen, dass er in seinem Buch eben thematisiert, dass der Staat seine Bürger in Versuchung führt oder in Situation so an die Wand drückt, haben Sie mal gesagt, im Laufe des Vortrags. Dass es ihm also darum geht, darzustellen, dass der Staat dies tut und dass das eben verwerflich ist. Mhm. Wenn das aber so ist, also wenn Bergengrün das eben darstellen wollte, ist es dann nicht aber so, dass trotzdem im Grunde sein Buch eine relativ ungenaue Wiedergabe der Situation darstellt, in der sich Deutschland im Jahr 1935 befand, wo ja der Staat gar nicht die Absicht hatte, in pädagogischer Absicht irgendetwas zu demonstrieren, wie dieser Großtyrann, der merkt ja gar nicht offensichtlich zunächst einmal, wie böse das ist, was er tut, sondern er will was zeigen, er will was demonstrieren, er will den Leuten einen Spiegel vorhalten, aber er merkt gar nicht, dass das Allerschlimmste, was geschieht, seine eigene Tat ist. Und das ist ja eigentlich etwas, was im 1935 ganz anders war, weil ja der Staat überhaupt nicht die Absicht hatte, weil er ja gar nicht in moralischer Absicht gehandelt hat, ja, ja. So rum. Ja, so. Ja. Also er hat
die Leute an die Wand gedrängt und er hat Versuchungen geschafft, aber er hat das nicht in moralischer Absicht getan oder jedenfalls in ganz anderer moralischer Absicht, als aufzuzeigen, wie verführbar die Leute sind. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nun ist es natürlich sicherlich etwas anderes von heute über die Dynamik des Schreckens und der Brutalität des Nazi-Regimes zu urteilen als 1935. Also wir wissen nicht, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es zur Äußerung von Bergengrün, ob er 1935 dachte, das Ganze kann noch gerettet werden, das Unternehmen. Wissen Sie, was ich meine? Also von heute aus sehen wir natürlich die sozusagen, so wie wir es schon vor 1980, 81 im Geschichtsleistungskurs ganz hervorragend dargestellt bekommen haben und heute erst recht sehen, die Dynamik der Menschenverachtung sehen wir heute viel deutlicher, als Bergengrün das 35 hätte sehen können. Und deswegen könnte man erstens sagen, dass Bergengrün da eben relativ viel zögerlicher als wir heute urteilt. Und zweitens, jetzt könnte man fragen, hätte er 1944 das Buch anders geschrieben? Wahrscheinlich. Und zweitens aber ist es auch nur eine Parabel. Also er will nicht, das gefällt mir eigentlich gut, es ist kein Roman auf das sogenannte Dritte Reich oder auf das Nazi-Regime, sondern es ist ein Gedanke, der Staat wird, das war 35 erkennbar nach dem Röhmputsch, der Staat wird übermächtig, der Staat rafft Macht an sich, der Staat offenbart durch sein Verhalten die niedersten Instinkte der Menschen und das muss vermieden werden. Es ist keine, sicherlich fehlgehen, es ist keine Abrechnung mit der Nazi-Herrschaft. Das nicht. Früh gewesen. Ja, eben. Und zu früh und auch, er hat bis, das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, Bergengrün hat bis zum Schluss, er war kein Widerstandskämpfer und auch kein Widerstandsschreiber. Aber er wollte diesen Punkt herausgreifen, was tut der Staat, wenn er totalitär wird. In dieser Weise ist er eigentlich nah bei Hannah Arendt. Und ihren Überlegungen zum totalitären Staat und zum totalitären Regime. Was tut der Staat, wenn er totalitär wird? Er nimmt dem Einzelnen die Luft. Er beschneidet die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen und bringt das Böse zum Erscheinen. Wir könnten auch sagen, er bringt die, ja, wenn man so will, Schuhmacher in der Rede. Haben wir im Geschichtsunterricht gelesen. Schuhmacher in seiner Rede, ich glaube, beim Ermächtigungsgesetz im Reichstag. Als Antwort auf Goebbels, ihre Rede war ein einziger Appell an den inneren Schweinehundemenschen. Das will er deutlich machen. Also ich denke, das ist auch. Ich glaube, wir brauchen den Ton. Die Unterscheidung, die Sie zuletzt gemacht haben, ist da, glaube ich, ganz wichtig. Weil es ist ja nicht der Staat. Der Staat wird als Instrument des totalitären Regimes genutzt. Ja. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Ja. Staat ist einfach nur ein Instrument. Es ist eine Struktur, wie Gesellschaft ihr Miteinander regelt. Ja. Und es ist die Frage, wer steht an der Spitze? Und mit welcher Legitimation und mit welcher Intention. Ja. Das ist eine wichtige Unterscheidung, glaube ich, an der Stelle. Er schildert ja nicht den Untergang des Rechtsstaates, er schildert die Versuchung des Rechtsstaates. Das schildert er eigentlich. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank für.